Christoph, darf ich Sie zu dir sagen? Ja, auf alle Fälle, Friedrich. Ich denke, wir sollten anfangen, weil die Zeit rennt uns davon. Achtung bitte, äußerste Konzentration im Studio! Ruhe bitte! 3, 2, 1, Vorspann bitte einschalten und Schorsch! Ruhe im Studio! Kinder, Ruhe bitte! Und jetzt! Christoph? Christoph? So, Achtung, absolute Konzentration im Studio bitte! Ja, Christoph? Christoph, ja? Es gibt auf deinem neuen Film noch keinen Buttersäureanschlag. Ist der Film scheiße? Ja, wahrscheinlich. Also, ja? Wir haben fest damit gerechnet und wir haben auch versucht, eigene Leute loszuschicken, aber das haben wir dann nicht bis zur letzten Konsequenz uns getraut und jetzt fällt er halt durch und jetzt kann man nichts machen. Hast du irgendwie nicht das Tabu erwischt, über das sich jetzt noch jemand aufregt? Ja, Tabus ist ja eine Firma aus den 60er Jahren, Tabufilm, und die haben damals also auch so ähnlich gearbeitet wie ich, nur eben damals. Ne? Und das Problem ist, dass ich ja jetzt Du machst jetzt immer noch die 60er-Jahre-Nummer. Ja eben, das ist ja das Problem. Nicht? Was kann man den Leuten über die 68er noch im Ansatz vermitteln? Und ich glaube, die 68er haben eben Menschlichkeit ins Spiel gebracht und da muss man jetzt versuchen, wieder rauszukommen. Guck dann mal, kann man vielleicht wieder Tabus... wer spricht denn da immer? Christoph, Sie lassen mich jetzt durch die Brille von Wim Wenders gucken, ne? Ja, der sieht übrigens, der würde das so sagen. Ja. Wir müssen die Bilder der Welt verbessern, denn dadurch können wir die Welt verbessern. Klasse. Und das glaube ich eben nicht. Das glaube ich nicht. Das versucht Fernsehen jeden Tag und es geht ja immer nach hinten los. Beziehungsweise bei 6,5 Millionen Arbeitslosen. Schorsch, sag doch mal was! Kinder im Studio! Ruhe bitte, Ruhe bitte! Wollen Studio, wir genau. Werden? Christoph, sei jetzt artig und komm hier raus und gib hier ein Liebesinterview. So, Ruhe bitte! Christoph, ich hole jetzt. Licht aus, Kurt! Licht Christoph. Aus! Na, Friedrich? Hallo? Friedrich? Komm, wir machen das draußen. Der Jürgen macht das schön hier. Was ist denn jetzt? Doch, du gibst jetzt ein schönes Interview. Danke, Jürgen. Pausenlos, ne? Pausenlos will das Fernsehen uns ja eigentlich noch damit locken. Es hat ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Und auch im Kino gibt es nichts mehr zu sagen. Wir wollen ja jetzt den neuen Film United Fresh von mir jedes Jahr einmal rausbringen unter einem neuen Titel. Ja, das, ja. Das ist lieb so von ist Ihnen. Es. So ist es, danke. Ja. So ist es. Ja. Mhm. Du gehst mir schon den ganzen Abend auf den Pinsel. Ach, das ist aber nicht nett, ja. Frau Baronin. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Die hält zu dir. Ist es so, dass du wenn du sollst das zu mir sagen. Nochmal. Können Sie nochmal kommen Kommst und das du noch zu mal, sagen? Sag das nochmal zu mir. Ja. Mhm. Entschuldige, das ist okay. Ja, so ist es. Du gehst mir schon den ganzen Abend auf den Pinsel. Ja. Okay, George, bringst du sie bitte in die Garderobe zum Umschminken? Dass wir einfach sagen, wir gehen zum Beispiel in Theater rein und sagen dann eben, hier ist ein Ritual, hier nehmen wir dran teil, hier sind wir haftbar mit den Schauspielern zusammen und so weiter. Peter, ich glaube, das ist jetzt aber auch in Ordnung, ja? Das war das Ritual Schleichwerbung. Danke, Peter. Stimmt es eigentlich, dass Peter der Sohn von der Baronin ist? Ja, Irmgard! Was ist denn? Arbeiten Sie gerne mit Christoph Schlingensief? Ich glaube, das war jetzt... Das war, glaube ich, der Abspann. Echt? Irmgard, geht's? Aber es sah... Das Irre ist, dass wir das nicht hätten inszenieren können, aber es geht dir gut. Schönen Dank, tschüss, bis nächste Woche.